Das Tempo verstärken in Tölt gehört zu den schwierigeren Lektionen und daher gibt es diesen Aufgabenteil auf Turnieren auch nur in den schweren Tölt-Prüfungen. Während ich Fauni hier im Inneren der Ovalbahn etwas warm reite, liste ich einmal die Voraussetzungen bzw. Eigenschaften auf, die ein Pferd mitbringen muss, damit man mit ihm anfangen kann, an Tempoübergängen im Tölt zu arbeiten. Eine wichtige Grundvoraussetzung ist, dass das Pferd längere Strecken im Tölt ohne nennenswerte Taktprobleme gefestigt laufen kann. Es sollte bereits ein flottes Tempo im Tölt schaffen und muss außerdem ein sauberes Arbeitstempo gehen. Das Pferd sollte darüber hinaus einen guten Schenkelgehorsam haben und muss durch eine dressurmäßige Arbeit weitgehend gerade gerichtet sein. Jedes Pferd, mit dem der Reiter anfangen möchte, Tempounterschiede zu reiten, muss gelernt haben, sich an den Zügel herantreiben zu lassen. Tölt-Schrittübergänge dürfen kein Problem darstellen und müssen harmonisch geritten werden können. Ein guter Gehwille des Pferdes erleichtert die Arbeit mit Tempounterschieden. Bei sehr faulen Pferden macht es meistens keinen Sinn, Tempounterschiede reiten zu wollen. Und der Reiter sollte dann lieber mit dem Tempo zufrieden sein, was das Pferd am besten kann. Zu viel Gehwille kann jedoch auch nachteilig sein, nämlich dann, wenn sich das Pferd durch das Tempoverstärken heiß läuft und immer mehr rennen will. Fauni hat ein wenig diese Tendenz. Und es ist äußerst selten, dass ich ein Pferd ohne Gerte reite. Bei Fauni geht es aber so tatsächlich besser. Am Ende muss man, was die Voraussetzungen für ein gutes Tempoverstärken im Tölt angehen, noch sagen, dass eine gewisse Töltqualität vorhanden sein muss, um diese Lektion sinnvoll zu reiten. Tempounterschiede sollen am Ende den Ausdruck, die Rittigkeit und den Gang als solches verbessern, und sind auch Überprüfung des Ausbildungsstandes. Zeigt ein Pferd bei dem Zulegen des Tempos keine größeren Schritte und bekommt keine Rahmenerweiterung, macht diese Lektion auch keinen großen Sinn. Und der Reiter sollte, wie ich bereits sagte, ein solches Pferd besser in dem Tempo reiten, was es am besten kann. Aus diesen ganzen Punkten lässt sich ableiten, dass ein Pferd bereits eine solide Ausbildung haben muss, um mit der Lektion Tempo verstärken zu beginnen. Bei einem jungen Pferd mit dieser bildschönen und talentierten Scheckstute, die gerade angeritten wurde und ihre ersten Tölt-Schritte macht, werden noch viele Monate vergehen, bis man mit ihr die ersten Tempounterschiede reiten kann. Mit Fauni geht es jetzt auf die Ovalbahn und ich beginne erst einmal im Arbeitstempo. Das Arbeitstempo im Tölt ist mit 200 Meter pro Minute definiert. Das bedeutet, dass ich für eine Runde auf unserer 250 Meter Bahn 1 Minute und 15 Sekunden brauchen müsste, wenn ich das Tempo korrekt reite. Wir lassen einmal zur Überprüfung die Zeit mitlaufen. Am Anfang und am Ende der langen Seiten gehen jeweils blaue Kegeln. Sie markieren den Bereich, in dem ich gleich das Tempo verstärken im Tölt reiten möchte. Dabei gilt, dass das Zulegen des Tempos an oder kurz nach der ersten blauen Kegel beginnt und das Pferd dann bei der zweiten blauen Kegel am Ende der langen Seite wieder im Arbeitstempo sein muss. Hier wird oft der Fehler gemacht, dass Reiter ihre Pferde erst bei der zweiten Kegel anfangen zurückzunehmen und die Pferde erst irgendwo in der Kurve oder an der kurzen Seite wieder im langsamen Tempo sind. Die Anforderung in einer Tölt-Prüfung ist aber klar definiert, dass das Pferd an der blauen Kegel am Ende der langen Seite bereits wieder im Arbeitstempo sein muss. Das macht natürlich insofern Sinn, weil Tempoübergänge immer auf einer geraden Linie geritten werden. Nimmt der Reiter sein Pferd erst in der Kurve zurück, kann es schneller auf die Hand kommen und Taktfehler machen oder sogar im Galopp wegspringen. Die Uhr zeigt nach einer Runde genau 1 Minute 16 Sekunden. Also hat das Arbeitstempo genau gepasst. Besser geht's nicht. Beim ersten Verstärken sollte der Reiter nicht gleich zu viel Tempo fordern, beziehungsweise bei einem Pferd wie Fauni zulassen. Hier sieht es gut aus. Fauni tritt gut an, beschleunigt in ein noch nicht zu hohes Tempo
und lässt sich am Ende der langen Seite auch wieder gut ins Arbeitstempo zurücknehmen. Arbeitet man mit einem Pferd die ersten Male am Tempo verstärken, lässt man das Pferd eine kürzere Strecke zulegen, zum Beispiel eine halbe lange Seite, und steigert vorsichtig das Tempo. Grundsätzlich darf der Reiter nicht mehr Tempo zulassen, als er am Ende der langen Seite auch wieder einfahren kann. Der Reiter muss auch beim Verstärken des Tempos reiten können. Das heißt, der Reiter muss das Tempo heraustreiben können. Das Pferd darf also nicht einfach losrennen und dabei dann nämlich todsicher auf die Vorhand kommen. Ein Zurücknehmen des Tempos kann dann sehr schwierig werden. Außerdem kommt es bei zu viel Tempo schnell zu Taktfehlern. Ein häufiger Fehler beim Zurücknehmen des Tempos ist außerdem, dass viele Reiter ihre Pferde nicht wieder in ein korrektes Arbeitstempo zurücknehmen. Sie reiten das Tempo an der kurzen Seite zu schnell und haben dann an der nächsten langen Seite weniger Spielraum, um das Tempo zu verstärken. Das Zulegen und Zurücknehmen des Tempos verschwimmt von langer Seite zu langer Seite dann schnell immer mehr und man erkennt am Ende keine klaren Übergänge mehr. Nur wenn die Übergänge sauber geritten werden, verbessern sie den Takt und den Ausdruck des Pferdes und verbessern seine Rittigkeit. Aber auch mit Fauni ist das Zurücknehmen manchmal nicht so einfach. Er läuft sich hier heute eher etwas heiß und macht sich im Knick ein wenig fest. Er könnte insgesamt runder in der Haltung sein. Ich hätte ihn zwischendurch zwar immer mal wieder durchparieren können und ihn im Knick nachgeben lassen. Ich wollte aber das Tempo verstärken, wie unter Prüfungsbedingungen reiten, und da kann man halt auch nicht zwischendurch einfach mal anhalten. Ansonsten macht er das aber ja sehr schön. Wir haben am Anfang der langen Seiten einen guten direkten Antritt ins Mitteltempo. Fauni hält das Tempo bei guter Rahmenerweiterung ohne Mühe bis zum Ende der langen Seite und lässt sich auch einigermaßen wieder ins Arbeitstempo zurückführen. Und das muss ich einfach nochmal betonen. Er macht dabei so gut wie keinen Taktfehler. Dieses Pferd hat immer einen sauberen Viertakt. Egal ob im langsamen Tempo oder im Mitteltempo, beim Zulegen, beim Zurücknehmen, der Takt ist immer da. Und die großen Schritte, die Fauni im Mitteltempo macht, sind im hohen Maße gymnastizierend. Da geht die Bewegung durch den ganzen Körper und das ist schon eine besondere Qualität, die er hat. Der ein oder andere, der das Video gerade sieht, denkt wahrscheinlich gerade, ich preise hier ein Verkaufspferd an. Das ist aber keineswegs so. Fauni ist ein Pensionspferd von uns und ich reite ihn ab und zu mal und finde den einfach klasse. Zum Schluss gehen wir nochmal eine ganze Runde im Mitteltempo. Das ist deutlich mehr sein Ding, als dieses ständige Zurücknehmen. Aber auch hier ist wichtig, dass man Fauni nicht einfach losrattern lässt, sondern immer darauf achtet, dass man weiter reiten kann, damit so ein Pferd einem nicht einfach unter dem Arsch wegläuft und dann immer mehr auf die Vorhand kommt und am Ende weggaloppiert. Solange man aber nach dem schnellen Tempo direkt den Zügel lang lassen kann und das Pferd sofort zufrieden einen ruhigen Schritt geht, war die Trainingseinheit insgesamt völlig in Ordnung.